Hallo ihr Süßen, ich sehe heute irgendwie ein bisschen abgefrühstückt aus, aber es ist warm draußen und da ist Make-up irgendwie für die Boberze. Die liebe Fisi Shiny Julia hat mich getaggt mit dem This or That Tag und ich habe den schon mal gemacht, letztes Jahr oder so. Aber die Fragen, die sie jetzt da so hat, die sind zum Teil ganz anders und deswegen dachte ich, machst du den nochmal. Es geht los. Make-up. Blush or Bronzer. Da steht oder, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall Blush, weil ich immer noch nicht besser im Bronzer benutzen bin als vorher. Dein T-Shirt. Als vorher, also Bronzer und ich, wir werden wohl in diesem Leben keine Freunde mehr. Und deswegen definitiv immer Blush. Lipgloss oder Lippenstift? Gibt so Zwischending. Diese L'Oreal-Teile oder sowas hier benutze ich eigentlich lieber, weil die kann ich einfach mal drauf schmieren. Bei Lippenstift und Co. brauche ich zwar keinen Spiegel, aber ich trage halt morgens so ein Zeug auf und im Laufe des Tages vergesse ich es dann auch wieder. Also eigentlich habe ich es nach 4 Minuten auch wieder runtergelutscht und dann vergesse ich es immer aufzutragen. Eyeliner oder Mascara? Mascara. Foundation oder Concealer? Concealer. Neutrale oder farbige Lidschatten? Da entscheide ich mich nicht, will ich beides nutzen. Pinsel oder Schwämme? Pinsel. Nägel, OPI oder China Glaze? Auch da werde ich mich nicht entscheiden. B2 oder Essence? B2. Lang oder kurz? Kurz. Acryl oder natürlich? Also im Moment habe ich halt Gelnägel, die am Samstag auch neu gemacht werden. Und ich bin eigentlich relativ zufrieden damit, weil sich meine Nägel an sich in Schichten abtragen und mit dem Zeug da drauf tun sie es halt nicht und sehen halt gepflegt aus. Hell oder dunkler Nagellack, auch da werde ich mich nicht entscheiden. Blumen oder keine Blumen-Nailart oder keine Nailart? Keine Nailart. Parfüm oder Bodyspray? Parfüm. Lotion oder Bodybutter? Lotion. Duschgel oder Seife? entscheide ich mich auch nicht. Duschen oder baden? Duschen, aber ich mag baden auch. Jeans oder Trainingshose? Kommt drauf an. Zum Rausgehen Jeans, zum Zuhausebleiben Jogginghose. Lange Ärmel oder kurz? Kommt auf die Jahreszeit an. Kleider oder Röcke? Kleider. Streifen oder kariert? Streifen. Flipflops oder Sandalen? Beides. Schals oder Hüte, Mützen, Schals, Halsketten oder Armbänder? Wieso oder? Jacke oder Kapuzenpullover? Kapuzenpulli. Und Hoodie. H&M oder C&A? H&M. Mango oder Zara? Weder noch. Haare, lockig oder gerade? Also sie sind leider gerade, ich hätte sie gerne lockig. Offen oder Pferdeschwanz? Ihr seht. Haarspray oder Gel? Haarspray. Lang oder kurz? Kurz. Hell oder dunkel? Hell. Seitlicher Pony oder gerader? Seitlich. Rundum. Ach, es gibt Kategorien, die habe ich jetzt nicht mitgelesen. Regen oder Sonnenschein? Sommerregen mit Regenbogen? Sommer oder Winter? Sommer. Herbst oder Frühjahr? Frühjahr. Schokolade oder Vanille? Schokolade. Schokolade oder Chips? Chips. Oh, ich bin fertig. Ja, okay. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Ja gut, dann eben in 4 Minuten Minitag. Tut mir leid, ich rede zu schnell. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alles verstanden. Geil. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.